Und der Torwart hat die Aufgabe, immer einen Namen zu nennen, von dem der nächste Schuss kommt. Somit haben wir ein bisschen Kommunikation innerhalb des Teams und die Mannschaft kann somit hervorragend den Torhüter zum Training hin aufwärmen. In dieser Übung zeigen wir, wie die Mannschaft einen Torwart aufwärmt. Damit die Torhüter nicht immer separat alles alleine machen müssen, integrieren wir sie ins Aufwärmprogramm der Mannschaft und zeigen, wie wir technische Voraussetzungen für die Spieler schaffen können, kleine Schusspositionen, Technik, Form und daraufhin die Torhüter einen gezielten, leichten Schuss zum Einschießen bekommen. Die Torhüter sind platziert an der Linie außerhalb des Feldes. Die Spieler erledigen gewisse technische Aufgaben in der Mitte, fangen mit Handballspiel, mit Dribbling an, schießen mit Dropkick gezielt auf den Torwart, gehen dann über zu flachen zentralen Bällen zum Torwart. Und der Torwart hat die Aufgabe, immer einen Namen zu nennen, von dem der nächste Schuss kommt. Somit haben wir ein bisschen Kommunikation innerhalb des Teams und die Mannschaft kann somit hervorragend den Torhüter zum Training hin aufwärmen. Die Variationsmöglichkeiten lassen auch hier keine Grenzen. Wir haben beim Torwart immer mehrere Positionen, die vernünftig eingeschossen werden müssen. Das heißt, den zentralen Schuss auf die Hände in Höhe Brust und Gesicht, dann zentrale flache Bälle, dann Bälle flach rechts und links und dann halbhohe Bälle auch rechts und links. Dann ist so das Grobprogramm für den Torwart, das Aufwärmen und vor allen Dingen der Bodenkontaktaufnahme gegeben und er kann ins Training, in Spielformen oder in Torabschlussformen folgen. Damit die Spieler nicht sich langweilen dabei, verbauen wir technische Aufgaben für sie. Entweder sie danteln den Ball, spielen selber hoch, stoppen ihn sich runter und schließen dann auf den Torwart mit einem geraden seitlichen Spannstoß ab, um die Zielgenauigkeit für sich zu fördern. Dann bauen wir gewisse technische Voraussetzungen ein, Übersteiger, Ball an- und Mitnahmen, das Ausrollen vom Torwart wird mit eingebaut und somit ergeben sich für beide Parteien, sowohl für den Torwart als auch für den Spieler, eine gute Aufwärmform.